Hallo zusammen. Ja, heute bin ich von Zeus. Wir sind schon wieder so, ja, dahin steht er. Gute 6-7 Kilometer sind wir jetzt schon wieder unterwegs. Haben noch gute 3, sag ich jetzt mal 4 wieder vor uns, bis wir zu Hause sind. Und da habe ich gedacht, rede ich mal mit euch über das Thema Hundebegegnung. Freilauf, an der Leine. Wenn euch das interessiert, wie ich das mache oder wie ich das generell sehe, dann bleibt dran. Hallo, da sind wir wieder. Zeus ist natürlich wie fast immer im Freilauf. Blöderweise ist es jetzt ein bisschen so, dass ein bisschen Wind aufkommt. Also ich hoffe, das ist mit den Windgeräuschen alles noch für euch im erträglichen Rahmen. Ja, Thema Hundebegegnung. Wie ich es mit Zeus mache und was ich davon halte. Jetzt können das bestimmt alle Mali-Besitzer ein bisschen nachvollziehen, denke ich. Das ist meistens ist das nicht so ganz einfach. Das liegt jetzt weniger am Zeus. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Zeus da so ein absolutes Unschuldslamm ist. Der ist halt so ganz Mali-typisch, ist der halt sehr selbstbewusst, sage ich jetzt mal. Und ist auch fresh. Ja. Im Spiel sind die ja eh ein bisschen grob. Sind ja auch nicht die kleinste. Und haben natürlich auch dementsprechend viel Energie. Wollen natürlich auch das Gleiche erwarten die immer von ihrem gegenseitigen Spielkamerad, sage ich jetzt mal. Von daher ist das immer ein bisschen schwierig. Also grundsätzlich halte ich es so, dass ich Hundebegegnungen meide ich jetzt nicht, ganz klar. Zeus ist da auch wirklich super, also auch selbst wenn wir hier auf so einem kleinen Weg und jetzt mal von 2 Meter bis hier 2,20 Meter Breite eine direkte Hundebegegnung haben. Ich gehe mit dem Zeus an einem anderen Hundehalter mit seinem Hund vorbei und der Hund, sag ich jetzt mal, tickert da voll aus. Für der Zeus ist das überhaupt gar kein Problem. Also der Zeus läuft dann einfach normal anständig an der Leine neben mir her, geht an dem anderen Hund vorbei und damit hat sich das Thema für der Zeus. Ist natürlich ganz selten, weil die Leute, die so Hunde haben, sag ich jetzt mal, die einfach nicht ordentlich erzogen sind, sag ich jetzt mal, oder nicht dementsprechend erzogen sind, dass sie wissen, dass ein Hund dann eigentlich nicht zu machen hat, beziehungsweise der Hund soll das ja wissen, wie es normal läuft. Die meiden natürlich direkt schon jegliche Hundebegegnung, gell? Wenn, sag ich jetzt mal, wenn da jetzt einer da hinten kommt und dem sein Hund ist so einer von dem Kaliber, ich tick aus an der Leine und der sieht mich schon im Zeus kommen, wird der in der Regel, sage ich jetzt mal, 9 von 10 drehen um, gehen auf das Feld, machen einen Bogen, die gehen uns schon weitläufig aus dem Weg, gell? Da muss ich auch sagen, da bin ich auch sehr, sehr rücksichtslos. Ja, was heißt rücksichtslos? Nicht, ja, kann man sehen, wie man will. Also ich gehe auf jeden Fall keine extra Runde oder keine Bogen mit dem Zeus, weil irgendeinem seine Runden nicht hört. Das mache ich nicht. Sehe ich einfach nicht ein. Ich denke, das liegt in jedem seiner Verantwortung. Dann soll er halt dementsprechend mit seinem Hund übe trainieren, in die Hundeschule fahren oder sich sonst wo Hilfe hole. Oder muss halt dann in Bore gehen, gell? So schon mal meine allgemeine Meinung dazu. Jetzt ist es natürlich so, dass ich immer schon vorab ein bisschen die Situation für mich beurteile, sag ich jetzt mal. Wenn da natürlich jetzt ein, man hat natürlich auch ganz oft nette Leute und dann geht man mal aneinander vorbei und kommt irgendwie ein Gespräch. Jetzt lasse ich der Zeus dann trotzdem nicht zu dem anderen Hund da hinspringen. Das macht er auch eigentlich gar nicht. Das läuft dann in der Regel so ab, dass ich sowieso immer zwischen Fremdhund und meinem Hund gehe. So dass ich sozusagen als Puffer eh dazwischen bin. Und wenn ich anhalte, erwarte ich einfach vom Zeus, dass er sich hinsetzt und wartet, was aus der Situation wird.
Wenn ich mich mit den Leuten unterhalten, heißt das ja noch lange nicht, dass der Zeus dann da eine Aufforderung von dem anderen Hund hat oder der andere Hund aufzufordern hat zu spielen. Gell? Dann muss er sich halt hinsetzen, muss ich halt gedulden und warte, was dann ist. Dann haben wir das schon ganz oft, dass dann die Leute sagen, wollen wir sie nicht miteinander spielen lassen und so, ist doch ganz brav und überhaupt. Und meistens mache ich das nicht. Das liegt nicht daran, dass der Zeus jetzt irgendwie in andere Hund beißen würde oder gar aggressiv ist. Es ist einfach so, dass die meisten Rassen schlichtweg ganz schnell überfordert sind. Also der Zeus ist natürlich jetzt mit seiner 13 Monate ist der relativ ruppig im Spiel. Der will am liebsten nur fangen. Wie gesagt, fangen, er will fangen, weglaufen, das kennt er überhaupt nicht. Das ist so ein, sieht er gar nicht ein. Also er will fangen und er will halt auch das Spiel bestimmen. Also ist schon eine selbstbewusste Kerlche, meine Zeus, muss ich sagen. Und dementsprechend ist er auch immer sehr rubbisch im Spiel. Gell? Und da sind halt viele kleine Hunde gerade. Wir haben wirklich öfters kleinere Hunde hier, außer Labrador, da haben wir wirklich jede Menge von hier, aber Labrador funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Da die Kerlcher, die sind immer total, meistens sind sie auch hier ein bisschen überfuttert, sage ich jetzt mal, und die sind auch immer sehr schnell an der Leistungsgrenze, gell? Da wird dann mal eine Runde über die Wies geflitzt, sage ich jetzt mal. Ja, und dort, wo der Zeus dann mal warm wird, sage ich jetzt mal, da geht denen ja dann schon die Luft aus. Von daher macht das meistens wenig Sinn. Kleinere Hunde mache ich dann zum Schutz von den kleineren Hunde schon mal überhaupt gar nicht. Also lasse ich jetzt Zeus auf keinen Fall mitspielen hier mit so Größe, ja, Dackel, französische Bulldogge, Yorkshire oder irgend sowas. Das ist natürlich alles für den Zeus überhaupt keine Gefahr. Selbst wenn die ein bisschen bekloppt werden, aber da denke ich halt immer, muss man halt auch ein bisschen der andere Hund schützen. Der Zeus ist keine Hund, also der ist überhaupt nicht aggressiv gegen andere Hunde. Er lässt sich aber auch nichts, also er lässt sich auch nicht beißen. Also wenn er jetzt ein anderer Hund anfangen wird, was ja mal schnell im Spiel passiert, da der dann ein bisschen überfordert ist. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen nachvollziehen. Also die Mali-Besitzer können das mit Sicherheit nachvollziehen. Und dann, sag ich jetzt mal, wird der andere Hund da ein bisschen fresh oder will ihn wegschnappen. Oder da bin ich mir ziemlich sicher, das könnte schon mal ins Auge gehen. Gerade bei so einem kleinen Hund reicht es ja durchaus schon. Ja, wenn hier so ein Mali oder ein Schäferhund oder so, wenn der kleine Hund nur mal abmahnt, sage ich jetzt mal, und erwischt ihn ein bisschen grober, das kann schon mal für so einen kleinen Hund wirklich zum Verhängnis werden. Deswegen, so Experimente mache ich überhaupt nicht. Wenn das jetzt ein größerer Hund ist, wir haben auch ein paar Old English Bulldogge, die, sage ich jetzt mal, sowieso so um die 50 Kilo sind, also noch mal gut 15 Kilo schwerer wie der Zeus. Ja, da kann man das mal machen, gell. Die gehen nicht direkt kaputt, sage ich mal. So doof es sich auch anhört. Die sind natürlich konditionell, sind die ganz schnell am Limit. Also das ist natürlich überhaupt gar kein Vergleich zum Zeus oder zu einem Schäferhund oder auch selbst zu einem Labrador, glaube ich. Die sind halt sehr schnell körperlich an ihrer Grenze vom Leistungslevel her. Von daher dauert das Spiel da meistens nicht so lange und dann merkt man das immer recht gut. Beim Zeus ist es so, der fordert dann die andere zum Spielen auf, schmeißt sich dann vor die, sage ich jetzt mal, hin. Ja, so wie jetzt ungefähr. Bellt dann noch ein bisschen und so und dann merkt man ja immer schon bei dem anderen Hund, oh ne, eigentlich würde ich mich jetzt am liebsten schon fallen lassen und du willst noch spielen. Also da müsst ihr ein bisschen, da entwickelt man Gefühl dafür. Es klappt wirklich am besten, muss ich sagen, wenn wir jetzt hier so Kategorie Mali,
Zeus mit einem anderen Mali her da. Ein Schäferhund oder ein Husky. Also so Hunde, wo so auf einem Level sind, sage ich mal, da funktioniert das eigentlich gut. Da kann man auch, wenn der andere Hund friedlich ist, bedenkenlos, die ein bisschen spielen lassen. Da wird dann ein bisschen gerangelt und geflitzt und so auf dem Feld. Und also da hatte ich bis jetzt noch nie Probleme. Mache ich auch dann mal zwischendurch. Aber wie gesagt, bei kleineren Hunden schließe ich es von vornherein eigentlich direkt aus. Macht das auch gar nicht. Und da solltet ihr generell halt auch bei Fremdhunden sowieso immer ein bisschen vorsichtig sein. Gell? Wenn ihr wirklich mal welche treffen tut, und meistens trifft man sich ja dann öfters hier in seiner Umgebung, wo man mit dem Hund geht, sind ja meistens so bekannte Strecken, wo die Leute dann öfters mal gehen, sprich man trifft sich auch öfters. Dann geht mit denen erstmal zusammen ein Stück. Ihr könnt ja die Hunde an der Leine lassen. Dann geht der eine mal vor, der geht der andere mal vor. Dass jeder mal, sag ich jetzt mal so, in der Geruchspipeline des anderen läuft. Und ja, da die Hunde sich da schon mal ein kleines bisschen aneinander akklimatisieren, sag ich mal. Dann ist das meistens im Freilauf auch gar kein Problem. Spielelasse an der Leine, wie gesagt, gibt es bei mir nicht. Muss ich zugestehen. Ja, bei meiner Tante, ihrem Hund, auch so ein, zweimal der Fehler gemacht. War die doch ein bisschen vorsichtig erst mit ihrem im Freilauf. Und habe dann der Zeus auch dann hier und da mal dran gelassen. Jetzt ist das natürlich so, dass wenn wir die treffen, ist der Zeus natürlich an der Leine dann, ich will jetzt nicht sagen, nicht untragbar. Aber man merkt natürlich schon, dass da ein bisschen die Disziplin gelitten hat, weil er sich da halt nicht so mehr am Riemen reißt. Wird jetzt wieder besser, weil ich das jetzt auch nicht mehr mache. Aber da versaut man sich so ein bisschen die Leinenführung mit, wenn er an der Leine spielen lässt. Das ist sowas, das würde ich euch nicht empfehlen. Macht das lieber im Freilauf. Und ja, wägt das ab. Es passen einfach nicht alle Hunde zusammen und auch nicht alle Hunderassen. Bei meiner Mutter ist das leider auch so. Die hat auch einen kleinen, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, Chihuahua Yorkshire Mischling. Ja, ich sage jetzt mal, das ist ja so alles so unter 3 Kilo. Da muss man natürlich wirklich auch ein bisschen aufpassen, dass dass so ein kleiner Hund nicht da kaputt getreten wird von so einem großen. Ja? Weil ich sage jetzt mal, der Zeus, der wird natürlich dahin laufen und wird dann mit dem Spiele, dann kriegt der kleine Hund vermutlich schon Panik. Klar, wie kämen wir uns dann davor, wenn da so ein Riese von 10 Meter auf uns zuläuft und will dann auf einmal hier vor uns und springt dann da so rum, gell? Also ihr wisst, worauf ich raus will, das passt einfach nicht. Ja, so halte ich mit meinem Zeus. Und ja, viel mehr gibt es dir doch eigentlich auch gar nicht so zu sagen, gell? Er ist halt sehr brav, der Zeus. Er ist halt all das bedingt, ist er halt noch jung, bisschen aufdringlich. Hier! Wir rufen, bevor wir da hinten jetzt in den Wald gehen. Da haben wir ihn doch ein bisschen lieber bei mir. Fein, Digga, super! Tja. Okay. Ja, und ich denke, wenn ihr euch da dran haltet, die Mali-Besitzer, wie gesagt, die können das alles, denke ich, ganz gut nachvollziehen. Die sind halt sehr aufgeregt, sind ein bisschen grober im Spiel, tun auch nicht wirklich Rücksicht holen auf andere Hunde. Deswegen mit den kleinen Hunden ist das so eine Sache. Mit größeren Hunden ist das kein Problem. Wie gesagt, die gehen halt nicht so schnell kaputt. So. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht habt. Und dann sehen wir uns wieder bei einem von den nächsten Videos. Macht es gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.